Jo Leute und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, nachdem wir beim letzten Mal Jahre hier verbracht haben, gealtert sind und alles, soll ich jetzt zur Werkstatt von Al-Hassan gehen? Können wir den Todessprung jetzt? Yep. Konnten wir ja vorher noch nicht. Mir fehlt aber noch was, ne? Dieses, wo dann auftaucht, welches Spiel das ist. So wie in den anderen Teilen. Vielleicht kommt's ja noch. Okay. Ich muss zu Al-Hassan. Er erwartet mich. Ja. Ja, ich habe ja heute Morgen aufgenommen. Für euch ist das jetzt... heute ist Sonntag für euch. Ja. Ich hatte ja nur 3 Folgen aufgenommen. Sonntag der 8. Nee, warte mal. 5., 6., 7., doch der 8. 8., 10. Ja. Aber für mich ist es immer noch der 5., 10. Und ja. Und weiter geht's nach der Arbeit. Friede sei mit dir, Rivka. Friede sei auch mit dir. Welch zäher, langweiliger Tag. Hast du nicht gehört, dass ich zur Einführung berufen wurde? Oh, wir nehmen inzwischen wirklich jeden auf. Was hat das denn zu bedeuten? Entspann dich. Mir ist schon klar, dass das heute dein großer Tag ist. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Wo dich hinguckt. Völlig falsch hingeguckt. Naja. Aha. Dieses Gesumme ist auch überall dabei wieder. Al-Hassan. Wieder falsch, ich bin Abu Jafar. Verzeih bitte. Was liest du da? Die Werke einer Dichterin namens Arib al-Mamunia. Tabit war so nett, sie mir zu leihen. Ich kann ihre Kunst nur empfehlen, wenn du mich jetzt entschuldigst. Natürlich. Lies nur in Ruhe weiter. Basim, suche meinen Bruder Al-Hassan auf. Du erinnerst dich doch, wer er ist. Das war extra angesprochen eben. Aber hier, was zum Clown, nee, ne? Was ist das da oben? Hallo. Was kann man damit machen überhaupt? Achso. Wir haben geplündert. Aber das, was wir brauchen. Wie war das? Ah, okay. Das ist das und das. Denke jetzt aber automatisch. Naja. Dann wollen wir mal den richtigen ansprechen, ne? Wie fühlst du dich an diesem verheißungsvollen Tag? Es ist seltsam, Al-Hassan. Mein Geist ist ruhiger, als ich es erwartet hätte. Ich dachte, ich würde stürmische Wogen in mir tragen. Doch stattdessen Stille. Weil du dich deiner Ausbildung verschrieben und nichts dem Zufall überlassen hast. Hier, Basim, das hast du dir verdient. Es ist eine große Ehre. Ich nehme an, du verstehst das. Roshan und die anderen erwarten mich. Auf bald. Und danke, Al-Hassan. Ist das vielleicht die versteckte Klinge? Würde mich nicht wundern. Ich wünschte, ich könnte einen kurzen Blick in die Höhle werfen, um zu sehen, was darin ist. Es gibt eine Sache, die ich über die heutige Zeremonie weiß. Basim wird die Höhle etwas leichter verlassen, als er sie betreten hat. Oh, sei nicht gemein. Gemein? Ich bin nur ehrlich. Ja, aber wir wieder einen Finger verlieren werden. Guten Tag, Tabit. Womit beschäftigst du dich denn da? Hast du schon mal von Iltani gehört? Eine unserer frühesten Gründerinnen. Sie tötete Alexander den Großen mit einem ausgeklügelten Gift. Ich habe versucht, es gemäß historischer Aufzeichnungen nachzuahmen. Iltani hat mich gelehrt, dass kein Feind unantastbar ist, egal wie mächtig er oder sie auch erscheint. Danke für diese Lektion. Allah beschere dir Erfolg. Ja, aber gar keine Flüssigkeit rauskam.
Naja. Das ist ein großer Tag für ihn. Ich wäre geehrt, riefen Sie mich zur Einführung. Ich muss mich mehr anstrengen, um Ihrer würdig zu sein. Es kommt mir vor, als machte ich gar keinen Fortschritt. Ja, der Weg zur Einführung ist lang und sehr schwierig. Wir müssen ihn Tag um Tag weitergehen. Oh, Geduld mal wieder. Eine höhere Kunst als der Schwertkampf. Man schnauft da eigentlich immer die ganze Zeit so. Jetzt steht sie hier? Die war doch noch da oben. Okay. Wie fühlst du dich? Bereit, den Sprung zu wagen. Ich möchte, dass du weißt, es war mir eine Ehre, dir auf deinem Weg als Novize zuzusehen. Zum Mann. Ich bin dir dankbar dafür, dass du ihn mir aufgezeigt hast. Du ehrst mich. Komm, deine neue Robe wartet. Ah, sie steht hier gut. Komm, es ist soweit. Wie fühltest du dich an jenem Tag vor so langer Zeit? Ich hatte Angst. Okay. Ah, so wird das Ding getragen. Ich habe ja die Collections heute bekommen. Für euch war das seit Donnerstag. Und ja, da ist halt die Figur drin. Das Video ist auch auf meinem Kanal. Und da ist dieser auch dabei, diese Brosche. Dieser Anhänger. Was haben wir hier eigentlich noch? So, das war das. Wenn man mich erkennt, ich hasse es, wenn das alles so markiert ist, aber ich komme hier nicht rein, doch jetzt. Bei den Waffen schon. Aber hier nicht. Ah. Okay, das ist das. Machen wir das einmal so, ne? Alles gelesen. Kriege ich das ja auch dadurch weg? Nee. Können sogar schnell speichern hier in dem Menü diesmal. Meine Hände waren schweißnass und mir zitterten die Knie. Okay, so viel hat er jetzt nicht zu sagen gehabt, oder? Naja. Ich kann mir dich nicht verängstigt vorstellen. Erlaube mir an diesem wichtigen Tag ein Geheimnis mit dir zu teilen. Mut zu haben bedeutet trotz großer Angst handlungsfähig zu bleiben. Mhm. Basim ibn Ishaq, bist du bereit, dein Leben hinter dir zu lassen und auf dem Schattenpfad zu wandeln? Das bin ich. Bist du bereit, den aufzugeben, für den du dich immer hieltest? Bereit zu opfern, was dir wichtig war? Das bin ich. Vergiss nie die Grundsätze, die du geschworen hast, zu befolgen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde niemals die Bruderschaft.
Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Und aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Okay. Really? Ich dachte, du machst das von alleine und wir müssen das machen. Autsch. Was im Ebene sag, du folgst nun dem Weg des Adlers. Willkommen, Verborgener. Du bist gestorben und wurdest wiedergeboren. Und nun kämpfe mit mir als Gleichgestellter. Klar müssen wir kämpfen. Bist du wieder unaufmerksam? Ja. Na? Gut gemacht. Lässt du dich wieder vom Zorn übermannen? Ist dir das aufmerksam genug? Ja. Nein. Es ist immer begeistert, wenn der Lehrling endlich seinem Meister als ebenbürtig gegenübersteht. Helft mir! Nur! Nur! Bleib liegen. Spar deine Kraft. Er war unvorbereitet, musste Bagdad überstürzt verlassen. Hier, trink. Ali. Er ist fort. Sie haben ihn in der Nacht geholt. Sie? Der Orden. Bringt ihn in mein Zelt. Wenn Ali fort ist, sind wir blind. Der Orden hat Bagdad und seine Schritte in Nebel gehüllt. Wir müssen dorthin. Roshan und Basim, geht mit Fulad. Brecht sofort auf.
Und damit nochmal herzlich willkommen zu Assassin's Creed Mirage. Und da hatten wir es. Wie in jedem Teil. Basim, wir sollten weiter. Ich würde mich gerne erst umsehen, wenn ich darf. Bagdad und seine Umgebung rufen nach mir. Wie du willst, aber spute dich. Es wird viel zu tun geben, sobald wir in Harbia sind. Halte nach einem vergitterten Hof nahe Sharis Moschee Ausschau. Dort sammelte Nur seine Informationen. Und dort wirst du uns finden. Ja. Bagdad. Na dann, wohin führt mich mein Herz? Keine Herausforderung abgeschlossen. Was für eine Kernherausforderung denn? 3 von 32. Spiel mehr als 10 Stunden. Führe 10 Attentate aus. Okay. Töte 100 Mal im Nahkampf. Lege die Montur der Eingeweihten von Alamut an. Der Eingeweihte erhalte deine versteckte Klinge. Baum des Lebens schalte 5 Fähigkeiten aus. Okay. Verstecke dich 90 Minuten lang in der Umgebung oder in einer Menge. Wow. Besuche Alamut. Vor 13 Stunden. So lange ist das her? Okay. Monturen. Die Monturen haben einzigartige Vorteile. Sie helfen dir, im Einklang mit den Grundsätzen der Verborgenen unauffälliger zu sein. Anpassung. Eine Verkleidung auszurüsten erlaubt es dir, Bossims Aussehen deine Vorlieben entsprechend anzupassen. Eine Verkleidung verändert sie wieder... Was? Moment. Eine Verkleidung verändert, wie deine aktuelle ausgerüstete Montur aussieht, verändert aber nicht ihre Vorteile. Das ist leer. Talismane gar nichts. Monturfarben. Waffen. Eingeweihter. Verborgenen Rang, okay. Wir haben noch einen Fertigkeitspunkt, ne? Oder? Jupp, haben wir. Könnten Schachsen machen. Schatten machen. Treten. Ingrid. Okay. Was ist das denn? Steck mal ab. Was ist das denn? Ah, Charakter. Was ist das? Codex aktualisiert. Die Gründung Bagdads. Bagdads. Klar. Okay, das lese ich nicht vor. Sorry. Aber. Das war hier, ne? Pausen. Könnt ihr machen. Okay. Fertig. Historische Städte. Klar. Das ist das. Wo wollen wir überhaupt hin? Können auch wieder so machen, ne? Zum Questziel.
pfeift erstmal. Okay. Film an sich können wir auch wieder machen. Musik gedrückt halt natürlich. Schon wieder ganz cool, dass das so funktioniert. Was war das denn für ein Fokus eben? Ich musste noch mit den Tasten klarkommen. Ups. Geht nicht kaputt. Schade. Warum nicht? Kann mir denn niemand helfen? Erstmal pfeifen und weiter. Bab al-Kustrabul. Oder Kutrabul. Was ist das denn? Historische Stätte. Welch vertrauter Anblick. Sei gegrüßt, Bagdad. Zeige mir, was ich vermisst habe. Harbiya. Oder Harbiya. Lass mal gegenrennen. Da war das. Hatten wir. Hier ist schon wieder jemand ein Bild gemacht. So wie immer. Was ist das hier? Keine Ahnung, was das ist. Gehen wir mal gucken. Des Meisterheilers Al-Kindi am Hof war wahrlich beeindruckend. Ich könnte mich auch ein wenig. Jetzt mal da hochklettern. Und er macht gar nichts. Scheint egal zu sein. Momentan noch. Können wir uns verstecken? Da haben wir eine Truhe. Metallfertigung. Ah ja. Sperrgebiet. Sperrgebiet. Tschüss. Tschüss. Tragen. Und nur tragen. Erstmal gleich wieder platt gemacht, natürlich. Was machen die da? Wie kommen wir denn am besten da rein? Hilfsmittel voll. Hier kommen wir halt nicht durch, weil wir keinen Schlüssel haben. Bekanntheitsgrad. Ein Mörder! Hier ist ein Mörder! Ungünstig. Verhaltet euch ruhig. Ich habe nichts gemacht. Hm.
Können hier auch so hochklettern, ne? Das Problem ist der Typ da. Solange von da keiner kommt, ist okay. Wie lang guckt er? Warum? Wenn dann. Sandschwert des Aufbegehrens. Vermerk zu den Waffen, O Maria, mein Freund. Wie es aussieht, entsprechen die neuen Klingen nicht den Anforderungen. Ich glaube nicht, dass sie für die Elitewaffen des Kalifen geeignet sind. Wir müssen dieses Versagen schnellstmöglich wieder gut machen. Um unser beide Willen. Grüße, Fadi. Ich habe mich lange genug aufgehalten. Roshan und Fulad erwarten mich sicher schon im Bruderschaftshaus. Ja, ist doch gut. Tschüss. So, dann wollen wir einfach mal. Wir müssen dahin. Wow, ist das weit noch. Ist auch noch was Historisches. Jetzt wird die Richtung da. Ja, ne, später. Später. Ich gehe erstmal hier wieder lang. Da, da, da. Da, da, da. Das ist eine Schriftrolle. Geh in Bagdad, finde das Bruderschaftshaus. Zeige mir alles. Da haben wir das. Aha. Wo soll das sein? Da. So läuft das also, okay. Okay. Ich hab das nur markiert, ne? Wir müssen ja sowieso hier lang. Passt also. Okay. Voll tief gesprungen. Das hat ja viel gebracht eben. Sehr viel. Ach, das ist hier drin, ne? Scheinbar. Natürlich. Rätsel. Schatz geborgen. Empfohlen rein. Jedes Rätsel erhält eine Karte oder Hinweise zu einem bestimmten Ort. Löse das Rätsel und geht zum angezeigten Ort, um neue Monturfarben und Talismane zu erhalten. Mhm. Sind tot, ne? Und also. Das scheint halt so, dass sie tot sind. Ah, hi. Wer bist denn du? Wer? Ich grüße dich. Schön, dich zu sehen. Ladenbesitzer. Preis um... Okay. Was sind das denn für Währung? Lass mich deine Waren ansehen. Bitte, sei mein Gast. Sei mein Gast. Händler verkaufen alles Mögliche auf
Auch Verbrauchs- und kosmetische Gegenstände. Sie sind die Hauptmöglichkeit, einen Vorrat an Hilfsmitteln und Elixieren aufzufüllen. Schnell auffüllen. Über die Schnell-Auffüllen-Taste kannst du deine Hilfsmittel und Elixiere sofort auffüllen. Plunderverkauf. Händler werden Interesse an einigen Gegenständen haben, die du auf deiner Reise findest. Du kannst ihnen das Gefundene über die entsprechende Option verkaufen. Schnell kaufen brauchen wir nicht. Und Tourfarben. Talismane. Okay. Verkleidung 500. Damit kann man seine Ausrüstung verstärken. Man weiß nie, wann man sie brauchen kann. Stimmt ja, ne? Einer kostet das. Wir kaufen. Jade-Talisman. Smaragdring. Knochenpfeile. Plunder verkaufen. Weg war es alles. Ist dir nach einer Verbesserung deiner Ausrüstung? Ich komme mal 10 davon. Gut, Sayid. Kostet halt alles nur ein, ne? 10 davon. Das rechte Handwerkszeug. Das ist teuer. Das ist teuer, ey. Okay. Passt aber. Vorzügliche Wahl. Sonst nichts? Nee. Sonst nichts. Ich sollte mal weiter. Beehre uns wieder. Material für Verbesserung. Sammle Materialien zur Verbesserung beim Erkunden der Welt. Öffne von Truhen und durch das Abschließen bestimmter Aktivitäten. Ich wollte eigentlich ins Inventar, aber ich drücke immer falsch. Wenn ich gleich schon falsch drücke, dann richtig. Ich wollte das machen eigentlich. Ausrüstungsverbesserung, Verbesserung. Schaden. Aber es ist halt teuer, ne? Geschäfte Klinge. Nach perfekten Ausweichen fügt der folgende Angriff 50% mehr Schaden zu. Nach erfolgreichen Parade fügt der folgende Angriff 50% mehr Schaden zu. Ist genauso teuer, ne? Ja. Wann kriegen wir eigentlich die Monturen? In der Nähe hängt ein Steckbrief. Finde und entferne ihn, um den Bekanntheitsgrad zu senken. Ich habe gegen ein paar dieser blassen Langhaarigen gekämpft. Die sind wild, aber geschickt. Hervorragende Krieger. Aber das bin ich. Frieden, Sadiq. Sei willkommen. Was hast du? Zeigst du mir deine Waren? Bitte, sieh dich um. Okay, das ist Montur. Das ist leicht und hält doch fast jeder Klinge stand. Gegner hören 75% weniger Lärm werden beim Bastion-Attentate verübt. Ist halt aber teuer, ne? Das war's also für heute? Auf ein andermal. Ja, aber wir noch nichts, noch nicht alles haben. Da hinten hängt das. Bürger wisset, dass ein Durchkommen beim Bab Dimashq derzeit erschwert wird, da ein Wagen umgefallen ist. Reisende und Händler müssen mit längeren Wartezeiten rechnen. Machtmünze, okay. Ich muss die loswerden. Aber so durchgerissen in der Mitte. Bürger, nice. Seid gewarnt, dass ein Kobranest Reisenden vor unseren Stadttoren zu schaffen macht. Lasst Vorsicht walten und achtet stets darauf, wo ihr hintretet. Komm, Turm. Ich kletter mal wieder hoch, ja?
37 Minuten, Junge. So. Cool, oder auch nicht. Okay, jetzt. Keine Ahnung, warum wir eben so blöd gesprungen sind. Yay! Und? Was wir gerne machen. Wichtiger Ort entdeckt. Na gut, aber ich würde sagen, ich werde dann hier erstmal die Aufnahme beenden und wir gehen dann das nächste Mal ins Versteck der Bruderschaft. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.